Ich sage immer, das Bewusstsein reicht etwas über den Tellerrand der Materie hinaus, also über den Tellerrand der Neurophysiologie. Und das sind genau diese Verschränkungsprozesse. Deswegen gibt es den Spuk und deswegen gibt es Telepathie und all diese so schönen Sachen. Die Nahtoderfahrungen sind ein Beispiel dafür, wo unser Bewusstsein über den Tellerrand der Materie hinausreicht. Herr von Lucadou, Sie sind Physiker, Psychologe und langjähriger Leiter der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg. Sie wurden schon als Deutschlands bedeutendster Parapsychologe bezeichnet. An Sie wenden sich beispielsweise Menschen, die mit Spukphänomenen oder Ähnlichem zu tun haben. Ich möchte Sie bitten, uns eingangs zu schildern, mit welchen Vorkommnissen Sie konfrontiert werden, was wird Ihnen berichtet, wer kommt zu Ihnen? Ja, also die Spukfälle, das ist gewissermaßen mein Spezialgebiet, einfach deswegen, weil mich als Physiker natürlich interessiert, was da physikalisch abgeht. Wenn man von Wahrträumen und ähnlichen Sachen oder Telepathie, da bewegt man sich ja immer auf der psychologischen Ebene, das ist auch sehr interessant, aber beim Spuk wird ja behauptet, da passiert was draußen und das draußen ist für uns immer was Physikalisches. Und da wird man natürlich herausfinden, was dahinter steckt. Also so ein Spontanfall oder so ein Spukfall sieht halt so aus, dass jemand berichtet, dass plötzlich in seiner Wohnung merkwürdige Dinge passieren. Meistens fängt es an mit Geräuschen, das nennt man Mimikry-Geräusche, also Geräusche, als würde jemand im Nebenzimmer auf und ab gehen oder auch der Spuk geht mit der Zeit, zum Beispiel ein Computer einschalten, man hört das typische Einschaltgeräusch, dann geht man rüber, wer ist an meinem Computer, geht rüber und ist niemand da. Oder der Fernseher schaltet sich ein, oder man hört eine Schlagbohrmaschine, obwohl gar kein Handwerker im Haus ist. Das sind sogenannte Mimikry-Geräusche, die bilden etwas ab, was aber nicht da ist. Und es sind auch vertraute Geräusche und das ist so am Anfang. Und dann kann das eskalieren. Das fängt dann an, dass sich Gegenstände merkwürdig benehmen. Manchmal ist es auch gefährlich, dass sich zum Beispiel eine Herdplatte einschaltet und die Platte dann rotglühend ist und da besteht ja zumindest eine Brandgefahr. Oder was auch schon vorgekommen ist, die Badewanne läuft voll und über und es gibt einen Wasserschaden. Also diese Spukfälle sind ziemlich unangenehm für die Betroffenen und ich mache das nicht laufend, aber ich bin ja auch schon dabei gewesen und ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden. Das sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, das haben wir nicht gemacht. Da kann man sich vorstellen, dass die ein Problem haben. So sieht phänomenologisch aus. Also es ist ein bestimmtes Spektrum, Gegenstände fliegen durch die Luft und dann ist es natürlich so, manchmal sehen Leute auch Gestalten, also Geister, kann man vielleicht sagen, oder so interpretieren sie es wenigstens, haben Halluzinationen, sehen irgendetwas, was nicht da ist. Aber die Dinge, die da passieren, werden meistens von mehreren Personen wahrgenommen, also sie sind schon objektiv vorhanden. Sie werden also von Menschen kontaktiert, die so etwas erlebt haben. Sind Sie auch manchmal selbst vor Ort? Haben Sie solche Phänomene auch selbst schon miterlebt? Ja, aber das ist sehr selten, denn wenn ich komme, passiert meistens nichts. Das gilt aber auch für andere kritische Zeugen. Jetzt kann man natürlich daraus den Schluss ziehen, dass die Leute das inszenieren. Aber wissen Sie, wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Spukfällen ich schon betreut habe, bei wie vielen Menschen ich schon war. Irgendwann mal sagt man sich, also das kann nicht alles inszeniert sein. Also manchmal ist es natürlich so, dass man es nicht entscheiden kann. Da könnte ich jetzt Beispiele bringen. Aber im Großen Ganzen würde ich sagen, tun sich die Leute sowas nicht an. Was hätten sie denn davon? Im Übrigen, was ganz wichtig ist, ich sage
allen Betroffenen, sie sollen das nicht rumerzählen, sie sollen möglichst den Mund halten, erstens, damit sie nicht für verrückt gehalten werden und zweitens, damit sie nicht die Presse auf dem Hals haben. Und nämlich dann ist es wirklich richtig schlimm. Und die halten sich auch dran und was hätten die dann für eine Motivation, sowas zu inszenieren. Also, wie gesagt, ich bin auch schon dabei gewesen, habe auch schon Dinge beobachtet, aber Was war das konkret? Ja, zum Beispiel einen fliegenden Stein, der vor mir in eine Suppe geflogen ist, oder dass Steine runtergefallen sind, das habe ich alles schon gesehen, aber ohne dass eine physikalische Kraft da. Jetzt fängt natürlich das Problem an. Natürlich passe ich immer auf wie ein Schießhund, aber eigentlich muss ich sagen, ist man hinterher immer total frustriert. Warum? Weil man natürlich erstens mal über die Wahrnehmungspsychologie weiß, dass man natürlich nicht so guter Beobachter ist, wie man eigentlich sein sollte. Und zweitens, dann beschleicht einem hinterher immer so ein Gefühl, naja, habe ich das wirklich gut beobachtet oder habe ich das wirklich gut im Griff? Das geht aber allen Leuten so. Und deswegen rate ich auch allen Leuten, ihre Beobachtungen sofort aufzuschreiben. Das mache ich auch selber. Weil nach einer bestimmten Zeit denkt man, vielleicht habe ich mich ja doch getäuscht. Mhm. Und ich habe schon erlebt, dass Leute gesagt haben, also Unbeteiligte, die dazu kamen, ich stehe vor jedes Gericht und beschwöre, dass ich hier Sachen gesehen habe, die es nicht gibt. Und 14 Tage später sagen die Leute, nee, ich kann mich an nichts erinnern. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, wenn wir Dinge sehen, die wir nicht einordnen können, die wir also in unserem neuronalen Netz nicht verankern können, dann entgleiten die uns auch im Gedächtnis. Das wird eigentümlich unscharf, eigentümlich genau. Ich weiß zwar, ich habe das so gesehen, aber es ist trotzdem so, dass ich eigentlich dann an meiner eigenen Wahrnehmung zweifle. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Dinge festhält. Fotografieren kann man meistens nur das Ergebnis. Und da sage ich auch allen Leuten, heute hat ja jeder sein Handy, dann sage ich alles, dokumentieren Sie alles so gut, wie es möglich ist, damit man hinterher weiß, was passiert ist. Das ist nämlich wichtig. Jetzt kommt der zweite Punkt, wie geht man damit um? Und da ist es eben so, der Spuk hat ja eine bestimmte Funktion. Also erstens ist er nicht übernatürlich, zweitens steckt da kein Teufel dahinter und drittens auch keine Dämonen und Geister auch nicht. Er ist meiner Ansicht nach ein natürliches Phänomen, was sogar die Aufgabe hat, so eine Art Schutzfunktion zu haben oder zumindest so etwas wie eine Alarmlampe, wie im Auto, wenn eine rote Lampe leuchtet, dann heißt es, aha, ich muss mich mal um was kümmern. Und der Spuk macht nichts anderes, als Menschen Dinge vor Augen zu führen, symbolisch durch eben so eine Art, ich sag wie in die Realität gesprungener Traum, der ihnen was mitteilen soll. Und da müssen sie erstmal rauskriegen, was die Botschaft ist. Und wenn das gelingt, dann hört auch der Spuk auf. Dahinter steckt meistens ein ganz normales, handfestes Problem, was Menschen so haben. Und wenn das Problem dann abgestellt ist, hört der Spuk auf. Manchmal reicht sogar nur aus, darauf hinzuweisen, wenn die Leute dann anfangen zu reflektieren, ja, warum passiert denn das hier? Ich habe schon Leute gehabt, die waren hier, ich habe denen das so erzählt, wie das so aussieht. Und die haben jahrelang unter dem Spuk gelitten, dann kommen sie nach Hause, alles hat aufgehört. Würde ich dann gern ein paar konkrete Beispiele hören. Ja. Vorher noch zu dieser ganzen Thematik. Sie befassen sich jetzt schon sehr lange mit solchen Phänomenen. Können Sie da, was die Häufigkeit des Auftretens anlangt, eine Tendenz erkennen? Waren es vor 20 oder 30 Jahren mehr als heute? Hat die Häufigkeit vielleicht auch mit dem sogenannten Zeitgeist zu tun? Oder ist die Häufigkeit aus Ihrer Sicht eher gleichbleibend? Also es ist ziemlich gleichbleibend, über die Jahrhunderte hinweg. In allen Kulturen gibt es das. Der Unterschied ist, dass man heute eher drüber sprechen kann. Früher war das doch viel mehr ein Tabuthema oder noch ganz früher wurde das halt immer gleich, sagen wir mal, weltanschaulich oder religiös interpretiert. Da waren das dann halt Dämonen oder Teufel, die da Steine geworfen haben. Und das hat natürlich den Menschen Angst gemacht. Das macht auch heute noch den Menschen Angst, weil das übliche Narrativ, das kennt man so aus Gruselfilmen, ist, dahinter steckt was Böses. Aber das ist nicht der Fall. Da steckt nichts Böses dahinter, sondern das ist sozusagen ein ungeheuer interessanter Prozess, der
den Menschen eigentlich helfen soll, wenn sie richtig damit umgehen. Wenn sie natürlich Angst kriegen und Panik, ich sage immer, solange sie nicht aus Angst zum Fenster rausspringen, wird ihnen nichts passieren. Ich kenne keinen Fall, im Gegensatz zu allen Gruselfilmen, wo jemand ernsthaft bei einem Spukfall verletzt wurde. Warum? Weil der Spuk natürlich gerade die Aufgabe hat, die Leute vor Unheil zu schützen, nur wissen Sie das nicht. Können Sie dafür ein ganz konkretes Beispiel schildern? Es gibt Phänomene, der Betroffene kommt zu Ihnen, bekommt eine Erklärung, Fall gelöst. Ja, also das war ein Fall, der war wirklich sehr dramatisch und dauert auch ziemlich lang. Also da rief mich eine junge Frau an und sagte, ja, also sie hätten da in einem kleinen Dorf ein uraltes Haus gekauft oder gemietet, weiß ich nicht mehr. Und da wollten sie eben eine Dorfwirtschaft, eine Schenke einrichten. Und das haben die auch gemacht und so. Und das war immer ihr Wunsch, sowas zu machen. Und nachdem alles soweit fertig war, fing es da drin an zu spuken, und zwar nicht von schlechten Eltern. Also es fing an im Keller, da hörte man so Geräusche, als würden da die Fässer über den Haufen geworfen, und es rumpelte und machte. Und, ja, und dann ist man hingegangen, war aber nichts. Aber dann ging es also los, Gegenstände flogen durch die Gegend. Der Ehemann hat dann so eine Gestalt plötzlich im Raum stehen sehen, so aus den Augenwinkeln, sah aus wie so ein Ritter in Rüstung. Und dann gingen die Gerüchte los. Ja, in diesem Haus sein im Mittelalter, es war wirklich ein sehr altes Haus, Menschen umgekommen, und da gab es auch noch irgendwie einen Gang, der verschüttet war, den wollten sie schon aufgraben und so. Und das erzählte mir alles die Frau, und sie sagte also, sie wüssten nicht, was sie machen soll. Und dann habe ich eben gesagt, was ich zu allen sage, sie soll mal alles genau aufschreiben, sie soll Protokoll führen, Datum, Uhrzeit, was passiert, welche Situationen, wer alles dabei war und so weiter. Und das hat sie dann auch gemacht und hat mir das immer auf so Bierzetteln zugeschickt. Und ja, das ging eine Weile, und eines Tages rief sie an und sagte, also wenn Sie jetzt nicht vorbeikommen, also dann betreten Sie das Haus nicht mehr. Also da sei jetzt, sie sei ganz alleine in der Küche gewesen, um da Essen zuzubereiten, und plötzlich sei ein Messer durch die Luft geflogen, hart an ihr vorbei, und es würde noch in der Wand stecken, und da geht sie nicht mehr rein. Und da hatte ich also Glück im Unglück, weil ich musste zufälligerweise in die Richtung fahren und habe dann einfach einen Abstecher gemacht in dieses Dorf, und da standen schon die Leute um das Haus rum, großes Theater. Ich meine, es war also schon ein Dorfthema, weil man gesagt hat, da im Mittelalter, da das sind die Geister. Ja? Und ich bin dann mit denen zusammen in das Haus reingegangen. Ich muss zugeben, das Haus hatte eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Also das war so kalt, abweisend, unangenehm. Also ich habe mich gefragt, wie kann man in so einem Haus leben? Ja? Also es war wirklich, das ist mir sofort aufgefallen, und so ein unangenehmes Gefühl. Kurzum, haben sie mir alles vorgeführt, dann kamen noch Gäste und haben mir also wilde Geschichten erzählt. Die will ich gar nicht wiederholen, weil das einem sowieso niemand glaubt. Aber jedenfalls, ich bin mit denen da durch das ganze Ding gegangen, haben mir alles gezeigt, wo was passiert war. Und dann kam die entscheidende Sitzung, und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen und haben uns nett hingesetzt. Und dann habe ich eben zu denen gesagt, ja bitte, jetzt, gute Leute, nach meiner Erfahrung steckt hinter einem Spuk immer irgendein Problem, was man nicht kennt. Ja? Haben Sie irgendwie ein Problem? Und dann fuhr mir die junge Frau gleich mal über den Mund und hat gesagt, also ich habe auch mal Psychologie studiert, wir haben hier kein Problem. Das einzige Problem, was wir haben, ist dieser Spuk, und den wollen wir nicht haben. Ja? Und überhaupt, unsere Ehe ist perfekt, und das, was Sie denken, ist es nicht. Aber ich habe nichts gedacht, sondern ich habe nicht gewusst, was da los ist. Und zum Glück hatte ich meine Unterlagen dabei, also was sie mir immer zugeschickt hat. Und naja, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich mal von meiner Theorie Abschied nehmen. Vielleicht gibt es ja doch Geister aus dem Mittelalter, die da rumspuken. Und dann habe ich halt so verlegen etwas in meine Unterlagen geschaut. Und erst in dem Moment fiel mir eine Kleinigkeit auf, die ich vorher übersehen hatte. Nämlich, dass der Spuk immer nur dann eintrat, wenn ihr Ehemann nicht zu Hause war.
Also es spukte immer nur, wenn er nicht da war, und dann hat sie ihn angerufen, dann kam er und dann spukte es noch eine Weile weiter. Aber der Beginn eines Spuks war immer nur, wenn er nicht da war. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also sieht so aus, als wollte der Spuk ihren Ehemann hier immer herbei zitieren. Das scheint wohl das Problem zu sein. Und dann schaute sie mich ganz überrascht an und sagte, ja, das ist es. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir jetzt mal erklären. Und dann erzählte sie mir, ja, also ihr Mann würde im Nachbardorf arbeiten, es würde ihm aber gar keinen Spaß machen und er würde ja lieber mit ihr zusammen diese Wirtschaft betreiben, aber das ginge ja nicht. Und ich sagte, ja, warum geht es nicht? Ja, er ist in der Firma schon immer gewesen, er gehört ja gewissermaßen zum Inventar, seine Eltern hätten dort schon gearbeitet, da könnte er ja nicht kündigen. Dann habe ich gesagt, naja, also das müssen Sie jetzt entscheiden, ob Sie da kündigen oder nicht, aber das scheint das Problem zu sein. Naja, und dann sagt sie, ah ja, ja, das verstehe ich und jetzt können Sie wieder gehen. Und dann passierte was wirklich Merkwürdiges. Mit einem Mal, das habe ich auch selbst gespürt, mit einem Mal war diese merkwürdige Spannung, die da in diesem Haus herrschte, wo man wirklich gesagt hat, hier will keiner, das war wie weggeblasen. Und da wusste ich, jetzt kann ich gehen, da passiert nichts mehr. Und dann, was ich natürlich nie mache, ich rufe ja die Leute nicht von mir aus an. Aber in dem Fall habe ich nach einem Jahr habe ich gedacht, naja, wenn die mal Psychologie studiert hat, dann kann sie auch eine kleine Re-Evaluation vertragen. Und habe gedacht, ich rufe die mal an und frage mal, wie es ihnen geht. Und dann habe ich ja die Telefonnummer gehabt und so und habe ich sie angerufen. Und sage, ja, wie geht's Ihnen? Ja, uns geht's prima. Ja, wir haben schon die zweite Wirtschaft aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist mit dem Spuk? Ja, sagte sie, jetzt weiß ich, was das ist, was der Spuk war. Dann sage ich, ja, dann erzählen Sie mir mal. Ja, das ist nämlich unser Hausgeist. Und dieser Hausgeist, der meint es richtig gut mit uns, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben und wir entscheiden uns gegen unsere eigenen Interessen, dann klopft er mal noch in der Wand. Und dann wissen wir, wir müssen uns das nochmal überlegen. Und seitdem sind wir damit bestens zurechtgekommen. Das ist ein schönes Beispiel, wo ich auch unmittelbar erlebt habe, wie es sich anfühlt, in so einem Spukhaus zu leben. Und das ist wirklich ein bisschen gruselig. Aber der Spuk, und das, die alten Römer hatten ja ihre Penaten, das waren die Hausgeister, die hat man ja immer ganz freundlich behandelt, weil die sehr gut mit einem meinen. Und das war genauso dort. Ich habe dann nicht gesagt, nein, wissen Sie, das gibt keine Hausgeister, das sind ganz bestimmte psychosomatisch externalisierte psychosomatische Prozesse, die, sie haben da so eine Veranlagung dazu, solche Spannungen nach außen zu geben, und das wollte Ihnen das nur beibringen, der Spuk wollte Ihnen nur sagen, Sie müssen da was ändern. Das habe ich dann nicht gesagt, weil ich gedacht habe, naja, die Vorstellung von einem Hausgeist ist ja auch nicht so falsch. Das ist eine Anthropomorphisierung und damit kann man ganz gut leben. Würden Sie das verallgemeinern, dass es bei Spukphänomenen immer um psychologische Effekte geht, dass Sie also immer mit einer bestimmten Person zu tun haben, oder gibt es daneben vielleicht auch noch ganz andere Hintergründe? Also wir nennen das unser Standardmodell. Also in der Wissenschaft sollte man nie sagen, irgendetwas gilt für alles. Das wäre ja schon mal methodisch falsch. Man macht ja in der Parapsychologie diese Unterscheidung zwischen ortsgebundenem Spuk und zwischen personengebundenem Spuk. Was mir da aber aufgefallen ist, auch bei dem ortsgebundenen Spuk ist eigentlich immer so, dass es nur ganz bestimmte Leute betrifft. Also wenn da ganz normale Leute hingehen, da passiert gar nichts. Es gibt ja die berühmten Spukschlösser in England, wobei das natürlich Touristenattraktionen sind, aber egal. Jedenfalls, nur wenn ganz bestimmte Leute an einem ganz bestimmten Ort sind, dann scheint es wohl auch ortsgebundenen Spuk zu geben. Und dafür haben wir nämlich jetzt für beides einen Begriff. Wir nennen das nicht Spuk, wir nennen das Embodimentstörung. Embodimentstörung heißt, dass wenn der Mensch in seiner Umgebung, da muss man immer die Umgebung mit berücksichtigen. Der Mensch ist nicht isoliert von seiner Umgebung. Dieser Embodimentbegriff, der stammt ja ursprünglich aus der Robotnik.
Man hat nämlich festgestellt, dass man nur gute Roboter bauen kann, wenn man sie in die reale Umgebung loslässt. Erst die Interaktion mit der Welt da draußen führt dazu, dass sich ein Objekt, in dem Fall ein Roboter, richtig trainiert. Und für den Menschen gilt es natürlich auch. Und da, das kann man sich so schön vorstellen, ich nenne das mein Zwiebelschalenmodell. Also diese verschiedenen Embodiment-Ebenen oder Sphären, die den Menschen umgeben, die zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man das mal verstanden hat, dann erkennt man auch, dass es natürlich verschiedene Formen von Spuk gibt. Das war ja Ihre Frage. Und das will ich kurz erklären. Also dieses Embodiment-Modell sagt nämlich aus, der zentrale Punkt, von dem aus ich die Welt betrachte, das ist mein eigenes Ich-Bewusstsein. Das ist das Einzige, was ich habe. Das nennen wir in der Psychologie die mentale Repräsentation der Welt. Also Kino im Kopf. Und natürlich die Dinge, die von außen auf mich zukommen, die werden natürlich von meinem Körper, von meinen Sinnen verarbeitet und in meinem Gehirn verarbeitet. Und die gelangen letztendlich in mein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein nimmt natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Welt wahr. Es gibt Filterprozesse, die dazu führen, dass ich nicht alles wahrnehme. Also Zauberkünstler nutzen das natürlich aus. Und das Entscheidende ist aber, dass von diesem zentralen Punkt meines Ichs aus betrachte ich die Welt. Und da kommt natürlich als erstes mal mein Körper, meine Kleidung, mein Raum, in dem ich sitze, die Wohnung, in dem ich bin, das Haus, in dem ich lebe, der Ort, in dem das Haus steht, das Land, in dem das Haus steht und letztendlich das ganze Universum. Und das kann man sich so vorstellen wie aus dem Zentrum einer Zwiebelschale und diese verschiedenen Umgebungen, das sind diese Embodiment-Sphären, die jeden Menschen umgeben. Und mit diesen Embodiment-Sphären ist er natürlich ständig in Interaktion. Also wenn jetzt zum Beispiel hier im Raum, wenn es mir zu kalt ist, dann stehe ich auf und drehe die Heizung auf. Ja? Oder wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich vielleicht woanders hin. Und wenn ich denke, hier spukt es, dann kriege ich einen Schreck. So, diese Interaktionen mit meiner Umgebung, die sind natürlich verschieden. Die sind unterschiedlich. Und da gibt es zunächst mal die ganzen kausalen Wechselwirkungen. Also ein Beispiel habe ich gebracht, mir ist hier zu kalt, dann friere ich. Das ist eine kausale Wechselwirkung. Oder mir ist das Licht zu hell, dann blinzel ich. Oder diese komplexen Interaktionen, die ich mit meiner Umgebung habe, die spielen natürlich alle für meine mentale Repräsentation eine große Rolle. Ja? Und die kommen da rein. Nicht alle kommen da rein. Viele Dinge laufen unbewusst ab. Ja? Die merke ich gar nicht. Das hat man ja in der Wahrnehmungspsychologie ausführlich erforscht und deswegen weiß man da auch gut Bescheid. Also wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist. Aber die Adaption ist doch so gut, dass wir im Allgemeinen zurechtkommen. So, bei einer Embodiment-Störung, da gibt es da sozusagen in dieser Wechselwirkung zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Welt da draußen und natürlich dem Körper und so weiter, eine Störung. Und das will ich kurz erklären. Zu diesem Embodiment, das ist jetzt wichtig, gehört aber auch nicht nur die physikalische Umgebung, also wie der Körper, die Kleidung, Haus und so weiter, sondern auch die mentale Umgebung. Also dazu gehört die eigene Geschichte, dazu gehört das eigene soziale Milieu, dazu gehört die eigene Ausbildung, alles, was ich weiß, was ich gelernt habe, in welcher Kultur ich aufgewachsen bin. Also es gibt auch ein kulturelles, mentales Embodiment. Ja? Und die spielen natürlich alle zusammen. Also wir haben hier eine hochkomplexe Interaktion, sowohl auf der mentalen als auch auf der physikalischen Seite. So, und zwar kausal. Ja, also wenn mir jemand eine Botschaft gibt und sagt, da draußen hat es einen Unfall gegeben, dann reagiere ich unmittelbar und gucke zum Fenster raus. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel. So, jetzt gibt es was ganz Interessantes. Zu diesen kausalen Prozessen, die sind ja in der Wissenschaft gut erforscht und die kennen wir auch alle, treten aber jetzt noch zusätzliche Prozesse dazu und das weiß man jetzt noch nicht so lange. 2002 wurde dieses Paper Verallgemeinerte Quantentheorie publiziert und da hat man festgestellt, dass es auch im makroskopischen Bereich, auch im psychologischen Bereich sogenannte Verschränkungszusammenhänge gibt.
Also Zeilinger hat ja jetzt gerade einen Nobelpreis gekriegt dafür, für die Entdeckung der Verschränkung in der Physik. Wobei es bei Zeilinger vor allem um neue Experimente mit verschränkten Teilchen ging. Ja, ich weiß. Er hat es ja nicht alleine erfunden, aber egal. Aber das Entscheidende bei diesem Modell ist, dass man sagt, unter ganz bestimmten Bedingungen, die man angeben kann, gibt es solche Verschränkungszusammenhänge auch in makroskopischen Systemen. Allerdings sind die nicht physikalischer Art. Das ist eine komplizierte Sache. Ja, ich denke, wir müssen hier aufpassen, dass nicht mit Begriffen aus der Psychologie und der Quantenphysik ein Erklärungsmodell angeboten wird, das dann doch nicht wirklich verständlich ist. Also Sie sagen, die physikalische Welt unterliegt nicht nur kausalen Wechselwirkungen. Ja, also zu diesen kausalen Wechselwirkungen kommen eben jetzt noch Verschränkungszusammenhänge. Und die bewirken, und das ist jetzt mein springender Punkt, dass in diesen verschiedenen Embodiment-Ebenen oder Schalen oder Sphären, dass da manchmal manche Reaktionen im Außen passieren. Also, wenn jetzt jemand, der entsprechend veranlagt ist, an einen Spukort gelangt, wo meinetwegen tatsächlich ein schlimmer Mord passiert ist, und er hat ein Problem mit sowas, dann kann es da auch spuken. Oder wenn jemand sehr vereinsamt ist, ja, und dann kann sich der Spuk auch so ausdrücken. Also das heißt, das Standardmodell, was wir haben als psychosomatische Reaktion in der Umgebung, muss modifiziert werden. Entweder hängt es von der Umgebung ab oder es hängt von der Geschichte der Umgebung ab oder von kulturellen Vorgaben oder allein von der Pharma, die da erzählt wird. Also das heißt, es ist ein ungeheuer komplexes und vielschichtiges Problem, aber der Standard personengebundene Spuk ist halt das häufigste. Sie benutzen den Begriff Embodiment-Störung, haben dafür auch psychologische Erklärungen geliefert, aber die Frage bleibt natürlich, wenn man Spukphänomene als tatsächliche physische Ereignisse anerkennt, was erklären diese Begriffe dann wirklich? Darauf müssen wir noch näher eingehen. Sie haben also gesagt, es hängt an der Psyche, es hängt am Menschen. Nein, es hängt aber auch an der Physik. Es hängt auch an der Physik. Aber vorher noch zum Psychologischen. Sind es nach Ihren Erfahrungen bestimmte Menschentypen, die von solchen Ereignissen berichten? In irgendeiner Form Grenzgänger auf der psychischen Ebene? Oder gibt es bestimmte Bedingungen, die zu solchen Phänomenen führen? Also es gibt genau 5 Bedingungen, 5 Faktoren, die sozusagen so einen Spuk prädestinieren. Die sind notwendig, aber nicht hinreichend vermutlich. Also da gibt es vermutlich noch mehr. Also erstens mal, es muss sozusagen ein Problem geben, was die Leute haben, egal wie es aussieht. Aber das Problem muss unbewusst sein, also so sogenannte verdrängtes Problem. Ja? Zweitens, es muss eine Person sein, die eine bestimmte Persönlichkeitscharakteristik hat. Dazu gehört eine starke Externalisierung. Also es sind Leute, die sich Probleme vom Hals halten können. Die, bei denen spukt es. Leute, die alles in sich reinfressen, da spukt es nicht so sehr. Also diese Externalisierung ist natürlich eine tolle Sache. Die Leute können sich eine psychosomatische Reaktion ersparen, weil sie es nach außen verlagern. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der dritte Faktor ist das, was wir in der Psychologie als Dissoziationsbereitschaft oder Dissoziativität bezeichnen. Das sind Leute, das ist also nicht eine Krankheit, sondern eine Begabung. Das sind Leute, die meistens künstlerisch begabt sind, die auch guten Draht, also Empathie zu anderen Menschen empfinden, die also zum Beispiel in sozialen Berufen tätig sind, Ärzte, vielleicht auch Polizisten, Künstler. Also diese Bereitschaft der Dissoziativität heißt, dass ich auch mal ganz anders sein kann. Oder dass ich sowas wie einen inneren Dialogpartner habe. Das ist ein ganz entscheidender Bestandteil. Und nun muss man dazu sagen, es kommt auch eine künstliche Dissoziativität zustande, dadurch, dass manche Menschen bei Traumatisierung dissoziativ werden. Und bei denen spukt es auch häufiger, auch wenn sie vielleicht ursprünglich nicht diese Veranlagung haben. Also Traumata ziehen häufig Spukfälle nach sich. Das kann man ganz, ganz oft beobachten. Ja, und dann gehört natürlich dazu, der Spuk hat ja was ganz
offensichtlich theatralisch-demonstratives an sich. Also es braucht Zuschauer. Also es muss natürlich, der Spuk richtet sich ja immer an eine Gesellschaft, an eine Gemeinschaft. Meistens ist natürlich die Familie und manchmal sind die Zuschauer einfach nur die Leute, die es dann mitkriegen, was da los ist. Die da also sozusagen, ist eine Bühne, es braucht eine Bühne. Und das sind diese Bedingungen, die notwendig sind, damit ein Spuk auftritt. Mhm. Und das kann man eigentlich immer beobachten. Also gilt es zunächst einmal festzuhalten, es gibt klare Zusammenhänge zwischen Spukphänomenen und der Psychologie. Ja, aber Psychologie ist mir ein bisschen zu knapp gefasst. Ich würde sagen, das ist auch ein kulturelles Phänomen. Das habe ich ja vorhin erklärt mit dem Embodiment-Modell. Also die Kultur eines Menschen, in der er aufgewachsen ist, die gehört ja auch zu seiner Psyche. Also das darf man nicht zu eng sehen. Ja, ja, ich habe das so umfassend gemeint. Ja. Ich würde jetzt gerne auf die physikalischen Aspekte zu sprechen kommen. Sie haben vorhin ja selbst Beispiele erwähnt, Dinge, die sich selbst bewegen, wenn man an den gut dokumentierten Fall Rosenheim denkt, Glühlampen, die sich selbsttätig aus der Fassung drehen. Es gibt fallweise sogar messbare Phänomene. Ja. Sie sagen, so etwas hängt im Regelfall mit Embodimentstörungen und allem, was dazugehört, zusammen. Aber die Kernfrage ist ja, wie löst etwas rein psychologisches physikalische Effekte aus. Ja. Sie haben vorhin behauptet, dass nicht nur Ursache und Wirkung physische Bewegungen auslösen können, sondern eben auch nach der Verschränkungstheorie solche Zusammenhänge. Genau. Üblicherweise sagen Physiker aber, Verschränkungen können nur im mikroskopischen Bereich stattfinden und zwar unter ganz besonderen Bedingungen. Ja. Sie übertragen das Prinzip der Verschränkung aber ins Makroskopische, zumindest auf die psychologische Ebene. Bitte erklären Sie das näher. Also, das ist aber auch eine wirklich komplizierte Sache. Aber die Kernfrage. Ja, ist im Prinzip die Kernfrage. Also, die Verschränkung können wir in der Physik nur bei sehr speziellen, isolierten Systemen feststellen und messen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht überall vorhanden ist. Die Stabilität der Materie hängt von der Verschränkung ab. Also, wenn es keine Verschränkung gäbe, gäbe es keine stabile Materie. Also wenn Sie ein Wasserstoffatom nehmen und wenn Sie da denken, das funktioniert so klassisch, dass da so ein Elektron um das Proton rumsaust, dann wird es sofort instabil und fällt in sich zusammen und weg ist es. Ja? Nur die Verschränkung sorgt dafür, dass es stabil bleibt. Also die kausalen Prozesse und die Verschränkungsprozesse, die sind in der Natur immer gleichzeitig vorhanden. Die kausalen Prozesse erzeugen die Verschränkung und die Verschränkung stabilisiert die kausalen Prozesse. Das ist überall in der Physik so. Aber wir sprechen ja hier nicht nur von Physik. Also man kann nicht sagen, nur weil ich die Verschränkung in der Physik da nur so bei so ganz speziellen, hochkomplizierten Prozessen beobachten kann, spielt sie sonst keine Rolle. Die spielt bei der Stabilität der Welt eine Rolle und sie ist immer vorhanden. Wir können hier nicht im Detail physikalische Theorien diskutieren, aber Stabilität der Welt heißt doch eigentlich, dass alles ganz klaren physikalischen Gesetzen richtig, folgt. Ganz müsste genau. Man demnach nicht annehmen, dass sich Spukphänomene außerhalb der physikalischen Gesetze bewegen, weil sie sich eben ja nicht jederzeit unter bestimmten Bedingungen nachvollziehbar ereignen? Ja, dass sie nicht sozusagen außerhalb der Stabilität sind. Ja, genau. Also das ist jetzt wirklich eine tricky Sache, aber das kann man wirklich verstehen. Also ich sagte ja, es gibt die zwei, das hat übrigens schon Wolfgang Pauli festgestellt, es gibt diese zwei Anordnungsprinzipien in der Welt. Das eine ist die Kausalität und das andere ist die Verschränkung. Die geben sich immer die Hand. Die beiden bedingen sich gegenseitig, sonst gäbe es keine Welt. So. Die Verschränkung sehen wir nur nicht so oft oder nicht so deutlich. So, und deswegen glauben wir, dass die ganze Welt nur kausal aufgebaut ist. Und dann sagen wir, ah, das ist alles reproduzierbar und das ist die normale Wissenschaft. Aber die Verschränkung, die ist nur bei den kleinen Teilchen. Das ist eine falsche Betrachtungsweise. So, aber jetzt kommt was Interessantes hinzu. Die Verschränkung hat nämlich ganz andere Eigenschaften als die Kausalität. Es wäre vollkommen falsch, die Verschränkung auf die gleiche Ebene wie die Kausalität zu setzen. Die Verschränkung hat nämlich die Eigenschaft, dass sie Musterübereinstimmungen generiert, die nicht kausal sind. Also das, was C.G. Jung als Synchronizität bezeichnet hat, das ist eigentlich Verschränkung. Ja? Und die Verschränkung ist auch in
einem gewissen Maße, unabhängig von räumlichen und zeitlichen Distanzen. In der Physik kann man das sehr schön sehen. So, das heißt, das ist ein ganz anderer Mechanismus, wenn man so will. So, und was bewirkt die eigentlich? Ich sagte schon, sie bewirkt die Stabilität der kausalen Prozesse. Was passiert, wenn die nicht stabilisiert werden? Also wenn die Verschränkung da irgendwie sozusagen nicht mitspielt, dann werden die instabil und dann gibt es sogenannte Fluktuationen. Also das heißt, das Modell nimmt jetzt an, und ich sage gleich nochmal, warum. Wir sprechen jetzt von Ihrem Modell, das ist das Spukmodell. Ja. Das sagt aus, dass in der Umgebung von solchen Menschen, die so einen Spuk auslösen, Stabilitätsprobleme in der Physik auftreten. Das heißt, das, was da auftritt, sind keine kausalen Prozesse, sondern das sind Instabilitäten. Man könnte auch sagen Makrofluktuationen. Und die haben auch genau den Charakter, dass man sie nicht genau voraussagen kann, dass immer das passiert, was man nicht erwartet. Das Ganze hat so einen chaotischen Eindruck, macht einen chaotischen Eindruck. Ja, das sind Zufallsfluktuationen, makroskopische Zufallsfluktuationen. So, jetzt kommt die entscheidende Frage, wie kann das sein, dass, wenn man mal annimmt, es gibt sowas wie eine psychologische Verschränkung, ja, das glauben vielleicht manche Leute, sagen, ja, Empathie, das akzeptiere ich ja, Telepathie vielleicht nicht, aber Empathie gibt es auf jeden Fall. So. Jetzt kommt die Frage, wie kann das sein, dass sowas Psychologisches Verschränktes mit sowas Physikalischem Verschränkten irgendwie zusammengeht? Das scheint ja offensichtlich der Fall zu sein beim Spuk. Ja, und da gibt es ein Theorem von Hans Primas, das ist ein Nachfolger von Wolfgang Pauli auf dem Lehrstuhl für Theoretische Physik an der ETH Zürich gewesen, leider auch schon verstorben. Und der hat einen hochinteressanten Satz bewiesen. Der sagt nämlich Folgendes aus. Wenn man zwei Systeme hat, ja, A und B, die nichts miteinander zu tun haben, also das heißt kinematisch unabhängig sind. Und wenn man beweisen kann, dass in den beiden Systemen Verschränkung existiert, ja, in dem System A und in dem System, dann existiert unter bestimmten Bedingungen eine Verschränkung zwischen den beiden Systemen. Das heißt, wenn ich ein mentales System habe, in dem Verschränkung eine Rolle spielt auf einer makroskopischen Ebene, und ich habe ein physikalisches System, in dem Verschränkung eine Rolle spielt, meinetwegen auf einer mikroskopischen Ebene, dann sind die trotzdem miteinander verschränkt. Dann müsste so etwas möglich sein. Aber genau. Da sind wir uns einig, das ist jetzt Ihre spezielle Theorie, um diese Phänomene zu erklären. Ja, das ist ein Modell, an dem ich schon seit vielen Jahren arbeite, um den Spuk zu erklären. Und dieses Modell, das kann man experimentell überprüfen, und das habe ich genau gemacht. Also das heißt, ich habe Experimente entworfen, die genau diese Frage, ob wir uns mit physikalischen Prozessen verschränken können, überprüft. Und erstaunlicherweise sind diese Experimente recht erfolgreich gewesen. Bitte erzählen Sie ein wenig darüber. Also diese Experimente sind eigentlich klassische Psychokinese-Experimente, die ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mache. Das erste Experiment, das war meine psychologische Doktorarbeit vor über 30 Jahren. Ja, schon länger her, stelle ich gerade fest. Man merkt gar nicht, wie man älter wird. Also auf jeden Fall habe ich da Folgendes untersucht. Ich wollte einfach ein klassisches Experiment von Helmut Schmidt oder G.B. Ryan nachmachen, der gesagt hat, der Mensch, wenn der sich auf Zufallsprozesse konzentriert, dann kann er die beeinflussen. Also habe ich das nachgemacht. Ich habe ein radioaktives Präparat genommen, was man eigentlich normalerweise nicht beeinflussen kann. Es ging um den radioaktiven Zerfall. Ja, radioaktiven Zerfall. Die Ergebnisse davon auf einem Display dargestellt, sodass eine Versuchsperson sozusagen diese Zufallsprozesse beobachten konnte. Auf die Details gehe ich jetzt nicht ein. Und die sollte diese Zufallsprozesse so beeinflussen. Also sowas wie ein Würfel, aber eben ein quantenmechanischer Prozess, den man eigentlich nicht beeinflussen kann. So. Und was habe ich herausgefunden? Die Versuchspersonen mussten vorher einen riesen Stapel an psychologischen Fragebogen absolvieren, hinterher auch nochmal. Und dann habe ich geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen psychologischen Variablen und den physikalischen Variablen von dem physikalischen Prozess? Was ich herausgefunden habe, war total interessant. Erstens, es gibt keine Beeinflussung des Zufalls.
Das überrascht jetzt alle, ja, weil man ja geglaubt hat, G.B. Ryan und Helmut Schmidt und die alle, die haben doch nachgewiesen, dass es eine Beeinflussung vom Zufall gibt. Ja, die Ergebnisse waren ja zum Teil hochsignifikant, aber sie waren nicht stabil. Und das ist das große Problem der Parapsychologie, die ist 100 Jahre in die falsche Richtung gelaufen, weil sie einen kausalen Effekt herausdestillieren wollte, den sie Psychokinese genannt hat. Aber den gibt es nicht. Es gibt keine Psychokinese. Aber es gibt eine Verschränkung zwischen den psychologischen Bestimmungsgrößen bei dem Experiment und dem physikalischen. Und damit könnte so etwas passieren. Und das konnte ich nachweisen. Es gibt Korrelationen zwischen den Fragebogendaten und den Zufallsdaten. Und zwar nur für die Versuchspersonen, die sich das angeschaut haben auf dem Display. Und wenn das Display ausgeschaltet war und das Gleiche lief noch ab, dann sind diese Korrelationen nicht da. Das heißt, es gibt tatsächlich einen korrelativen Zusammenhang zwischen der Psychologie und der Physik. Und den kann man jetzt weiter untersuchen. Und ich sagte ja vorhin schon, dass sich die Struktur eines solchen Zusammenhangs unterscheidet, ob das jetzt ein kausaler Zusammenhang oder ein Verschränkungszusammenhang ist. Und es kommt klar heraus, es ist kein kausaler Zusammenhang. Also das Projekt von G.B. Ryan und anderen, so einen kausalen Prozess zu finden, den man dann als Psychokinese bezeichnet, ist gescheitert. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber es gibt einen korrelativen Zusammenhang, den man als Verschränkungskorrelation bezeichnen kann oder als nicht lokale Korrelation. Und das stützt eben dieses Spukmodell. Also sieht meiner Ansicht nach, also ich bin total zufrieden, also ich vor bald 60 Jahren angefangen habe, mich für den Spuk zu interessieren. Da wollte ich immer wissen, was steckt da dahinter. Und ich glaube, ein Zipfel der Wahrheit habe ich jetzt in der Hand. Sie haben durch Ihre langjährige Arbeit eine bestimmte Theorie mit eigenen Begriffen entwickelt. Ich möchte das Thema jetzt aber noch von einer ganz anderen Seite beleuchten. Ein Begriff, etwas, mit dem jeder Mensch zu tun hat, ist das Thema Bewusstsein. Ja, klar. Bewusstseinsphänomene bleiben üblicherweise in der Physik, in den Naturwissenschaften weitgehend unberücksichtigt. Kann man sagen, dass Spukphänomene einfach mit Bewusstseinsprozessen zu tun haben? Ja, natürlich. Also die Parapsychologie ist eigentlich, würde ich sagen, Bewusstseinsforschung. Ja? Aber der Erfolg der Physik beruht in der Tat darauf, dass das Bewusstsein rausgelassen hat. Hätte die Physik von Anfang an immer das Bewusstsein mit berücksichtigt, dann wären die nie vorangekommen. Die Physik hat eine methodische, sehr geschickte Zugangsweise, sie lässt alles raus, was vom Menschen abhängig ist. Aber jeder Physiker, der experimentell arbeitet, und ich bin Experimentalphysiker, der weiß ganz genau, es gibt diese Dreckeffekte, es gibt die instabilen Effekte. Die werden aber systematisch aussortiert, weil die offenbar vom Experimentator abhängt oder von Wetter oder von ich weiß nicht was allem. Das weiß man gar nicht, man untersucht es auch gar nicht. Man interessiert sich nur für die stabilen kausalen Zusammenhänge. Und erst in der Quantenphysik hat man gemerkt, das reicht noch nicht mal aus. Dann muss man diese Verschränkungszusammenhänge dazu nehmen, aber dann nimmt man auch nur die gut isolierten, die gut präparierten. Aber die meisten Physiker glauben natürlich zu Recht, das glaube ich auch, dass die natürlich auch sonst eine Rolle spielen. Nur kann man sie halt nicht überall nachweisen. In der üblichen heutigen wissenschaftlichen Weltbetrachtung assoziiert man Bewusstsein einfach mit dem Gehirn, ausschließlich mit dem Gehirn. Es ist auf den Kopf beschränkt. Sie sprechen von Embodiment, Sphären und anderem. Gehen Sie einfach gefragt davon aus, dass Bewusstsein über den Kopf hinausreichen kann? Ja, natürlich. Also diese Vorstellung, dass das Bewusstsein lediglich so, das nennt man als emergentes Phänomen der Neurophysiologie auftritt. Das ist so die herrschende Mainstream-Vorstellung. Also so, ich nenne das immer, das ist die Emergenztheorie, das sind so Schaumkronen auf dem Meer, ja, wenn die Wellen schlagen. Aber im Grunde ist es einfach nur Wasser. Ja? Diese Auffassung
Auffassung ist ganz offensichtlich zu kurz gegriffen. Und ich habe ja vorhin schon diese verallgemeinerte Quantentheorie erwähnt. Die besagt nun was ganz Interessantes. Es haben ja die Neurowissenschaftler ein Manifest hier in Deutschland verfasst, was gesagt hat, das Bewusstsein ist eine Illusion, das gibt es gar nicht. Freien Willen gibt es nicht. Das ist alles nur sozusagen Schaumkronen auf der Neurophysiologie, also ein emergentes Phänomen. Und deswegen muss man Strafgesetz ändern und muss man das ganze ethische System umbauen. Ja, war ein frommer Wunsch. Es hat sich herausgestellt, so einfach ist es nicht. Und besonders fromm ist der Wunsch auch nicht. Ja, und die allgemeine Quantentheorie sagt nun Folgendes aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sagt, natürlich ist die neurophysiologische Beschreibung des Gehirns nicht falsch, aber sie reicht nicht aus. Und das Bewusstsein ist natürlich auch nicht falsch. Kein Mensch zweifelt daran, dass er ein Bewusstsein hat. Und ich, den Gerhard Roth, den habe ich mal kennengelernt, und der ist ja ein Vertreter des Naturalismus, der sagt, ja, Bewusstsein ist nur eine Illusion, freier Wille ist nur eine Illusion. Und ich sage, ja, haben Sie denn keinen freien Willen? Ja, doch, fürs tägliche Leben hat er das auch. Und fürs tägliche Leben geht er auch davon aus, dass er bei Bewusstsein ist. Aber wissenschaftlich gesehen ist das Blödsinn. So, ich würde sagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Das Bewusstsein ist genauso real wie die Materie. Aber es ist nicht Materie, sondern, das sagt die verallgemeinerte Quantentheorie, sagt, die Beschreibung des Gehirns und die Beschreibung des Bewusstseins sind zwei komplementäre Beschreibungen von ein und der gleichen Sache. Das heißt, die Neurophysiologie ist ein Aspekt, und ohne Neurophysiologie gibt es natürlich auch kein Bewusstsein. Aber das Bewusstsein hat seinen eigenen ontologischen Wert und ist eine andere Art von Beschreibung, die auch notwendig ist, denn sonst wäre unser Gehirn sinnlos. Wir bräuchten kein Gehirn, wenn es kein Bewusstsein gäbe. Ja, und vermutlich haben auch viele Tiere Bewusstsein, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei uns. Die können halt keine Meta-Kategorien bilden oder sowas. Oder also die Primaten haben zumindest schon mal ein Ich-Bewusstsein, einige Vögel auch und so. Also wir entdecken immer mehr, dass das Bewusstsein doch eine ganz reale Sache ist und ontologisch gesehen genauso real, wie die Materie real ist oder die Physik real ist. Und jetzt kommt es darauf an, zu verstehen, wie die zusammenspielen. Und das haben Sie ja vorhin gerade angesprochen. Ich sage immer, das Bewusstsein reicht etwas über den Tellerrand der Materie hinaus, also über den Tellerrand der Neurophysiologie. Und das sind genau diese Verschränkungsprozesse. Deswegen gibt es den Spuk und deswegen gibt es Telepathie und all diese so schönen Sachen. Die Nahtoderfahrungen sind ein Beispiel dafür, wo unser Bewusstsein über den Tellerrand der Materie hinausreicht. Aber natürlich, ohne die Materie wäre es auch nicht da. Die Mainstream-Theorie geht davon aus, dass Bewusstsein im Gehirn entsteht, abhängig von Entwicklungsgegebenheiten. Es gibt aber auch eine ganz andere Außenseiter-Theorie, die besagt, dass Bewusstsein das Primäre ist, dass es also schon da war, bevor Materie entstanden ist, und dass das Gehirn Bewusstsein empfängt. Es filtert sozusagen aus der Vielfalt von Frequenzen das heraus, was für ein bestimmtes Lebewesen relevant ist. Könnten Sie sich das auch vorstellen? Also das ist eine These, die natürlich auf Platon zurückgeht. Die platonische Vorstellung war, der Geist ist das Primäre und die Physik ist das Sekundäre. Und die moderne Naturwissenschaft sagt, die Physik ist das Primäre und der Geist ist das Sekundäre. Ich sage, nein, beides sind Extremansichten. In Wirklichkeit sind die komplementär. Der Geist verhält sich komplementär oder die Psychologie verhält sich komplementär zur Physik und umgekehrt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was sagt das? Das zeigt nämlich die Autonomie beider Betrachtungsweisen, weil Komplementarität heißt nämlich, dass ich das eine nicht aus dem anderen ableiten kann. Und trotzdem gehören sie zusammen. So, das wäre erstmal eine schöne, nicht ein Kompromiss, sondern eine Lösung dieses Leib-Seele-Problems. Dass man entweder sozusagen diesen Panpsychismus annimmt, alles ist nur Geist und die Materie ist sozusagen die
Fulguration, also die Ausprägung des Geistes in die Materie, oder das Umgekehrte, also das eine bezeichnen wir als Bottom-up und das andere als Top-down. Also Top-down wäre der Platonismus, Bottom-up wäre der moderne Naturalismus. Beide Betrachtungsweisen sind gewissermaßen extrem. Betrachtungsweisen. Aber die Natur, die ist nicht so. Die macht es immer gemeinsam. Verschränkung und Kausalität treten immer gemeinsam auf. Das ist das Rätsels Lösung. Und deswegen würde ich sagen, hat die Bewusstseinswissenschaft ihren eigenen Status, denn sie bezieht sich hauptsächlich auf diesen komplementären Teil und kann dessen Strukturen sehr schön darstellen. Und der Mensch ist in vielen Bereichen in erster Linie ein geistiges Wesen. Das kann man immer wieder beobachten, und nur sekundär ein körperliches Wesen. Und wir haben ja auch in unserer Kultur, legen ja großen Wert darauf. Wir sprechen ja auch davon, dass wenn jemand sein geistiges Wesen nicht sozusagen fördert oder kultiviert, dass er dann sozusagen ja mehr oder weniger animalisch ist, obwohl das eine Beleidigung der Tiere wäre. Also das heißt, wir sind eben ein Entanglement von Body and Soul. So hat der Leonard Cohen ausgedrückt. Entanglement von Body and Soul. Ja, das finde ich genau der richtige Standpunkt. Und dann kann man auch diese vielen paranormalen Phänomene viel besser verstehen, weil sie sind nicht außerhalb der Natur, sie sind nicht extra naturam, sie sind nicht übernatürlich. Sie gehören zur Natur dazu, wie dieser Tisch, der hier steht. Ja? Und damit kriegen wir eine ganz neue Sichtweise auf das Phänomen Bewusstsein. Es ist natürlich ein schöner Gedanke, wenn Sie sagen, Bottom-up und Top-down führen wir zusammen. Aber inwiefern hilft dieser Gedanke uns weiter? Denn letztlich geht es bei der Frage, ob Bewusstsein oder Materie das Primäre ist, auch um die entscheidende Frage nach einer unsterblichen Seele. Wenn Bewusstsein das Ursprüngliche ist, könnte ich mir auch eher vorstellen, dass etwas bereits Bestehendes, Immaterielles, eine Seele in den Körper inkarniert, vielleicht sogar wiederholt inkarniert, dass es auch die Reinkarnation gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Was ist Ihr persönliches Weltbild? Gibt es eine Seele? Ja, ich würde sagen, natürlich, die Seele ist, ich meine, da zweifelt ja auch kein vernünftiger Mensch dran. Wenn Sie die Weltbevölkerung fragen würden, würden 99% sagen, die Seele gibt's. Die Seele ist gewissermaßen der Begriff, der diese mentalen Dinge, also diese komplementäre Beschreibung in sich fasst. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, ja, ist die Seele jetzt unabhängig von der Materie möglich? Oder kann sie unabhängig sein? Das ist eine interessante Frage. Da würde ich schon sagen, das muss man sich genau anschauen. Sie schauen ja schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Naja, irgendwann wissen wir es ja. Ich habe jetzt nicht mehr so lange zu warten, vermutlich. Also gut, aber ich will Ihnen was erklären. Und zwar, das ist ja eine Menschheitsfrage. Was passiert, wenn der Mensch stirbt? Wo geht seine Seele hin? Also, dass er eine Seele hat, also dass er ein Bewusstsein hat, das kann man ja gar nicht bezweifeln. Und das ist ja jetzt auch klar nach dem, was ich bisher gesagt habe. Aber wo geht die hin? Die ist ja nicht einfach weg. Die ist ja eben nicht, die hat ja was Eigenständiges, haben wir ja gerade geklärt. Und mein Eindruck ist folgender, und da muss man jetzt wirklich ein bisschen philosophisch denken. Und zwar ein bisschen mit Immanuel Kant. Was der Immanuel Kant ja rausgefunden hat, ist, dass die Begriffe, mit denen wir die Kategorien, mit denen wir die Welt beschreiben, das sind im Wesentlichen die Kategorie des Raumes, das Kategorie der Zeit, Materie und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist, dass diese Kategorien, die brauchen wir sozusagen als Filterfunktionen, um die Welt da draußen zu beschreiben. Jetzt wissen wir aber, wegen der modernen Physik und von dem, was ich vorhin gesagt habe, es gibt auch Objekte, sage ich mal, oder Substrate, würde man in der Philosophie sagen, nämlich Verschränkungen, für die die Kategorie Raum und Zeit
keine wichtigen Beschreibungsgrößen sind. Denn verschränkte Systeme hängen nicht von räumlichen und zeitlichen Distanzen ab. Es gibt Verschränkungen im Raum, naja, siehe Seilinger, und Verschränkungen in der Zeit. Das kann man auch physikalisch nachweisen. So. Wenn das so ist, wenn es Dinge gibt, die nicht von Raum und Zeit abhängen, dann muss man sich fragen, ja, was sind denn dann die Größen, die dieses Ding beschreiben? Und das kann man sogar sagen. Also in der Psychologie ist es zumindest so, das hat eigentlich auch schon der Carl Gustav Jung rausgefunden, wenn er es auch nicht so direkt gesagt hat, aber diese Verschränkungszusammenhänge in der Psychologie die hängen nicht von räumlichen und zeitlichen Distanzen ab, aber von der Bedeutung, also vom Sinn einer Situation. Und deswegen spricht er ja von Synchronizität als sinnvollen Zufällen. Wobei das Erkennen von Sinn wieder zum Thema Bewusstsein führt. Ja, genau. Also das heißt, die Sinnzusammenhänge, also das, was für den Menschen Sinn macht, was ihm wichtig ist, das sind die Kategorien, die diese Verschränkungen sozusagen ausmachen. Also deswegen spreche ich ja auch von einer Person, die mir lieb und teuer ist, sage ich ja, die ist mir sehr nahe, obwohl sie vielleicht in Australien ist. Das heißt, sie ist mir aber trotzdem nahe. Ja? Und das habe ich mal unmittelbar erlebt, also kann ich auch euch erzählen, als meine Tochter nach dem Abitur da unbedingt, das war damals so eine Mode, da in Australien als Backpackerin rumlaufen musste. Ja, meine Frau war dafür, aber sie hat es ja selber bezahlt. Ich war immer sehr besorgt. Und eines Tages sitzen wir beim Tee und meine Frau bricht ohne Grund in Tränen aus. Und sie sagt, was ist mit dir los? Da sagt sie, jetzt ist was mit unserer Tochter passiert. Und in der Tat hat es einen schweren Unfall, ist gut ausgegangen, sonst würde ich es nicht erzählen. Aber das spielt keine Rolle, ob sie in Australien ist oder im Zimmer nebendran. Sie hat eine Bedeutung. Wenn der Nachbar um die Ecke stirbt, den sie nicht kennt, merkt sie nichts. Also das heißt, diese Verschränkungszusammenhänge in unserem Bewusstsein drücken Bedeutungen aus. So. Und jetzt haben wir die Dinge fast zusammen. Die Bedeutungen, die sind nicht von Raum und Zeit abhängig. Die sind immer da. Oder nehmen Sie so Sachen, die Winkelsumme, die ist auch nicht, also Mathematik, auch nicht von Raum und Zeit abhängig. Die ist immer 180 Grad in der Ebene. Okay, so. Und diese Dinge, die unsere Seele ausmachen, die für uns wichtig sind, von Bedeutung, die hängen nur indirekt von Raum und Zeit ein. Also wenn meine Tochter jetzt 20 Jahre in Australien geblieben wäre und man hätte sie nie mehr gehört und gesehen, dann hätte sie an Bedeutung verloren. Ja? Und dann wäre diese Verbindung, diese Verschränkung sozusagen so langsam zerfallen. Ja? So. Jetzt frage ich mich, wenn der Mensch stirbt, was passiert dann? Da kommt dann immer die Frage, ja, existiert die Seele dann weiter? Was heißt das? Das heißt doch, dass sich eine Kategorie weiter, das heißt zeitlich oder räumlich, anwende auf etwas, was dieser Kategorie gar nicht bedarf, was gar keine Bedeutung für diese, also was gar nicht passt. Und deswegen finde ich das so die falsche Fragestellung, wenn man sagt, was passiert mit der Seele, wenn das Gehirn stirbt, wenn der Mensch stirbt? Ja, dann spielt die Zeit keine Rolle mehr. Und deswegen denke ich immer, die Frage ist falsch gestellt, wo geht meine Seele hin? Ja, was heißt wohin? Das ist eine räumliche Kategorie. Wo geht es hin? Die Kategorie spielt keine Rolle mehr. In dem Moment, wo ich sterbe, ist meine Seele von Raum und Zeit befreit. Sie spielt keine Rolle mehr, aber die Bedeutungen, die spielen eine Rolle. Und deswegen ist ja in den meisten Religionen so, dass man sich mehr oder weniger ein bisschen um diese Frage rumdrückt. Also im Christentum auf jeden Fall. Da kommt es nur darauf an, ja, was war denn die Bedeutung für die Seele? Wie hat denn der Mensch gelebt? Was war denn sein Lebenszweck? Was hat er denn alles angerichtet in seinem Leben oder gut gemacht? Und diese Bedeutung bleibt aber. Die ist dann die Seele, die übrig bleibt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass moralische Kategorien für den Menschen relevant sind. Weil, und das sagen ja alle Religionen irgendwie, im Moment, wo der Mensch stirbt und die Seele sozusagen nicht mehr von Raum und Zeit abhängt. Und da denke ich, da haben die alten Griechen was Richtiges vorgehabt. Da
können sie sich nicht mehr ändern. Da sind sie sozusagen die Schatten. Und dann verbleiben sie in dem Zustand. Und das kann ziemlich unangenehm sein, wenn man nur Schlechtes gemacht hat. Aber es kann auch sehr befreiend sein, wenn man Gutes getan hat. Also ich finde, wenn man sich mal davon befreit, diese Kategorie von Raum und Zeit nicht auf die Seele anzuwenden, dann wird einem vieles klar. Und ich habe mal eine Todesanzeige von einer Nonne gelesen. Da stand drin, unsere liebe Mutter, wir nennen sich das so, ist in die Ewigkeit eingegangen. Das fand ich ganz großartig formuliert. Ewigkeit heißt Zeitlosigkeit, heißt Raumlosigkeit. Und wenn wir uns das mal realisieren, dann fallen diese ganzen Fragen des Spiritismus in sich zusammen. Und die Frage der Reinkarnation ist auch geklärt. Nämlich, es ist nicht ausgeschlossen, dass so eine mentale Struktur noch eine Weile weiter existiert, weil sie ja Raum und Zeit unabhängig ist und sich dann sozusagen irgendwo ein neues Gehirn sucht, wo sie unterkommen kann oder eine Eizelle oder was. Da habe ich kein Problem damit. Denn das beobachten wir tatsächlich bei diesem Phänomen der Besessenheit. Da sagen dann die Leute, da kommt was zu mir, was nicht mein eigenes ist. Und jetzt komme ich auch noch auf ein ziemlich unangenehmes Thema zu sprechen, nämlich was ist mit dieser Struktur, die raumzeitunabhängig ist? Ist die selber stabil? Ich würde sagen, sie ist nicht so stabil, wie wir es gerne hätten. Sondern sie zerfällt auch nach einer bestimmten Zeit. Warum? Weil sie keine Unterstützung durch kausale Prozesse mehr hat. Also das heißt, diese Struktur, und es ist in allen, fast allen Religionen so, dass man, wenn jemand stirbt, dass man nicht sagt, der ist jetzt zack, von jetzt auf nachher tot, sondern der ist noch eine Weile da. Die meisten Menschen, also 89%, erleben, wenn ein Angehöriger gestorben ist, die sagen immer, der ist noch da, ich spüre den, der ist noch hier, der ist noch im Raume. Manche, die sehen den ganz leibhaftig vor sich. Und ich würde sagen, das ist nicht eingebildet, sondern das ist tatsächlich so, dass die Seele des Verstorbenen, da gibt es ganz viele Berichte darüber, in einer gewissen Weise noch anwesend ist, solange sie noch eine Bedeutung für die betreffende Person hat. Und das ist auch nicht eingebildet. Aber im Lauf der Zeit, ich habe vorhin das Beispiel mit meiner Tochter gebracht, die vielleicht nach 20 Jahren in Australien an Bedeutung verliert, wenn man keinen Kontakt mehr hat, so verliert die Seele im Lauf der Zeit sozusagen ihre Bedeutung für die Anwesen. Und das nennen wir dann Trauerarbeit. Und dann nach 10 Jahren, naja, da denkt man ab und zu mal noch an den verstorbenen Großvater und freut sich über ihn. Aber er verliert so langsam, er löst sich auf. Und das finden Sie zum Beispiel im Buddhismus. Da wird ja nicht ausgeschlossen, dass die Seele weiter existiert, aber sie soll sich doch irgendwann nach so und so viel Reinkarnationen doch bitte im Nirvana auflösen. Und das ist dann sozusagen der Endzustand. Dann ist sie wieder eingegangen, was der C.G. Jung sagen würde, ins kollektive Unbewusste, sozusagen in den Hintergrund der mentalen Prozesse. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Seele zerfallen kann, weil sie keine Unterstützung durch kausale Prozesse mehr hat und dass sie in einer konkreten Form nur so lange besteht, wie ihr von Angehörigen oder von wem auch immer eine Bedeutung zugeschrieben wird, um sich dann aufzulösen. Ja, von wo auch immer. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur von den Angehörigen. Und sobald ihr keine Bedeutung mehr zugeschrieben wird, löst sie sich auf? Ja, so, ich würde es nicht so kausal formulieren, aber ich würde sagen... Aber entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Grundsätzlich, Sie sagen einerseits, Ihnen gefällt die Formulierung, die Seele geht in die Ewigkeit ein. Ewigkeit im Sinn von Zeitlosigkeit, was ja auch gut zu der Vorstellung passt, dass die Seele Bewusstsein ist. Ja, natürlich, ja klar. Andererseits sagen Sie, die Seele würde einen ja zeitabhängigen Auflösungsprozess durchleben. Das passt nicht zusammen aus meiner Sicht. Nee, es passt schon zusammen. Das will ich ein bisschen genauer erklären. Also sie bleibt eigentlich so zunächst mal stehen.
weil es ist einfach nur eine Struktur. Also ich komme ja sehr stark von der Systemtheorie her. Ich sehe das als eine mentale Struktur an, die ihre eigenen Kategorien hat, das haben wir schon besprochen, die hängt nicht so sehr von Raum und Zeit ab, aber von Bedeutung. Also man könnte es auch sagen, je komplexer und je dichter die Struktur ist, umso langlebiger ist sie gewissermaßen, aber jetzt nicht im Sinne von Zeit, sondern im Sinne von Bedeutung. Und Sie können immer wieder feststellen, dass Dinge an Bedeutung verlieren. Das hängt aber jetzt nicht von der Zeit ab. Nur für uns ist es natürlich so, dass wir feststellen, dass etwas an Bedeutung verliert, weil eine Zeit vergangen ist. Aber das ist sekundär. Bedeutungen können sich deswegen verlieren, weil kein Interesse mehr da ist. Kann sich auch schnell, denken Sie an Moden oder an Zeitgeist. Das ist nur nicht explizit von der Zeit abhängig, sondern nur dadurch, dass eben Zeit vergeht in der Zwischenzeit. Das ist aber das Wesen der Zeit. Ja, man muss es unterscheiden. Man muss es schon unterscheiden. Es gibt auch Dinge, die von so große Bedeutung haben, dass sie gar nicht weggehen. Dass sie gar nicht mehr weggehen. Also die großen Religionen haben das ja geschafft, irgendwie so 2000 Jahre oder 4000 Jahre ihre Bedeutung nicht zu verlieren. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, das hat nicht direkt was mit Zeit zu tun, sondern die Zeit ist nur sozusagen ein Aspekt von Bedeutung. Also die Zeit ist nicht die physikalische Zeit, sondern die Zeit der Bedeutung selbst. Und das wissen wir ja auch. Ich meine, für uns vergeht ja auch die Zeit subjektiv ganz unterschiedlich. Also wenn ich mich langweile, dann tröpfelt die Zeit so lahm vor sich hin. Und wenn ich im Stress bin oder schwer beschäftigt oder ein Interview mit Ihnen mache, dann fliegt die Zeit davon. Und das heißt, hier hängt die Zeit nicht von der physikalischen Zeit ab, sondern von der Bedeutung der Zeit. Und deswegen ist das kein Widerspruch. Ja, also der Sartre hat es ja in diesem Bühnenstück Iglo, also die, wie heißt das, hinter verschlossenen Türen oder so, glaube ich, die deutsche Übersetzung, wo es darum geht, dass also Leute, die im Jenseits sind, die sind da eingesperrt in so einem Keller und empfinden das als fürchterlich schrecklich, dass man sich an sie erinnert, weil sie sich nicht auflösen können. Das heißt, sie haben eine Bedeutung, sie werden immer mit Bedeutung vollgeladen. Und das machen wir auch ständig. Wir laden Dinge mit Bedeutung auf. Und jetzt komme ich nochmal zu diesen Besessenheitsfällen. Die sind nämlich sehr interessant, weil sie das nämlich sehr schön schildern. Es gibt Menschen, die, jetzt will ich nicht auf die einzelnen Gründe eingehen, aber die eben das Gefühl haben und das auch so schildern, sie seien von einer Struktur, meistens wird ja gesagt ein Dämon oder sowas, aber spielt keine Rolle, von einer Struktur angefallen oder besetzt worden. Und es sei aber nicht sich selbst. Also die Psychologen sagen immer, naja, es sind unbewusste Persönlichkeitsanteile. Aber die Menschen können das sehr genau unterscheiden. Die sagen, ich weiß ganz genau, was mein Unbewusstes ist, aber das, was da auf mich zukommt, bin nicht ich. Und da haben die dann einen riesen Konflikt damit. Und da besteht die ganze Hilfe darin, das nicht mit Bedeutung aufzuladen. Je mehr die dagegen ankämpfen, umso mächtiger wird die Struktur. Warum? Weil ihnen Bedeutung zugeliefert wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um solche Prozesse wie eben Besessenheit zu verstehen. Das steht ja sogar im ICD-10 drin, also das wird jetzt sogar von den Psychiatern anerkannt, dass es ein eigenes Phänomen ist, Besessenheit, und nicht irgendwie eine Psychose. Die Leute sind nicht psychotisch, die haben einfach nur eine Struktur, die sie nicht haben wollen. Meistens ist die Struktur am Anfang sogar ganz nett, ja, und dann wird es irgendwie ekelhaft, weil die Leute wieder ihre eigene Autonomie haben wollen. Geh weg, geh weg, geh weg. Und dann laden sie das Ding mit negativen Emotionen auf und dann wird es hässlich. Und ich bringe denen dann immer bei, genau das nicht zu machen. Also das ist ein richtiges therapeutisches Problem. Wir bieten hier ja keine Therapie an, aber ich bilde dann auch zum Beispiel Therapeuten aus, wie sie mit sowas umgehen sollen. Und da kann man eben sehr schön beobachten, dass diese Strukturen, wir können auch sagen, das sind irgendwelche Reste von Seelen, die da irgendwie aufgefangen haben, weil sie dazu gerade so eine Resonanz haben. Je nachdem,
ob denen Bedeutung gegeben wird oder nicht, werden die mächtiger oder verschwinden wieder. Und deswegen können Sie sehen, das hat nichts mit Zeit zu tun, sondern es hat mit Bedeutung zu tun. Und ich denke, das sind reale Strukturen, also das ist nichts eingebildet. Ob die jetzt von Verstorbenen kommen oder von früher Gelebten, also wie bei der Reinkarnation, spielt im Prinzip für den Prozess keine Rolle. Das wird ja geschildert. Also der Ian Stevenson hat ja solche Fälle gesammelt. Und zwar treten die auch in allen Kulturen auf. In unserem Kulturkreis wird es halt nicht gern gesehen. Ja. Wir sind von Spukphänomenen ausgegangen. Gemeinhin wird Spuk ja mit der Einwirkung jenseitiger Kräfte, jenseitiger Geister, also Verstorbenen, in Verbindung gebracht. Glauben Sie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in dem der Mensch mit seinem Ich-Bewusstsein fortlebt? Also meine persönliche Meinung ist dazu die, dass vermutlich jeder in dem Moment, wo er stirbt, genau das erlebt, was er selber geglaubt hat. Also die Leute, die denken, ist alles aus, für die ist vielleicht alles aus. Für die Leute, dass sie weiter existieren und weiter reinkarniert werden, werden vielleicht das erleben. Und derjenige, der ans Nirvana glaubt, der wird vielleicht das erleben. Das könnte durchaus sein. Ich persönlich habe eigentlich eher die Vorstellung, dass man merkt, dass diese Kategorien, die wir hier unser Leben lang mit uns rumgeschleppt haben, dass die sich auflösen, wie so bei so einer mystischen Erfahrung, und dass sich der Blick weitet und diese Kategorien dann auf einmal nicht mehr wichtig sind. Und was da danach kommt, das kann man in Worten nicht ausdrücken, und das sagen genau die Mystiker. Also ich bin eigentlich in der Hinsicht so eigentlich am ehesten bereit, an das zu glauben, was Mystiker erzählen, was sie erleben, wenn sie so ein kosmisches Bewusstsein erleben oder sowas. Ich glaube, das wird das Ende sein. Mystische Erlebnisse, Einheitserfahrungen sind ja auch der Kern von Nahtoderlebnissen, von denen immer wieder berichtet wird. Also auch wenn das aus dem physischen Leben vertraute Ego nicht mehr existiert, ein Erleben bleibt. Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Herr von Lukadou, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ja, bitte, gerne.